Leute, ich nehme willkommen bei Alles Eva Game. Heute mal dabei. Hello! Heute versuchen wir mal, richtig weihnachtliche Sachen Tokabuka zu kaufen. Und zu finden und uns überhaupt weihnachtlich auch anzuziehen. Wir feiern nämlich Weihnachten in Tokabuka Life World. Heißt das so? Ich denke schon. Yay! Los geht's! Liebt ihr Weihnachten auch so sehr wie wir? Wir sind hier schon mal in einem Winter Wonderland. Ja, wir hatten vergessen, uns hier normal umzuziehen. Von wann ist das denn? Ist es noch von? Von Halloween? Dem Movie Maker. Ach ja, als du zum Filmstar wurdest. Ja. Ups, dann ist es ja ganz gut, dass wir uns jetzt eh umziehen müssen. So, hier. Erst dich oder erst mich? Immer erst du. So, gut. Also ich werde einen stylischen Weihnachtsmann. Hier. Schön weiß. Du wirst doch wohl noch andere Haare machen. So kannst du doch nicht bleiben als Weihnachtsmann. Doch, bei dem bleibe ich jetzt. Okay. So, dann bist du fertig. Ja, wow. Wow. Normalerweise siehst du dann immer so. Ja, deswegen sehe ich halt so hübsch aus, ne? Ja, okay. Aber ich hole mir einen Bart, weil jede vernünftige Frau ab einem gewissen Alter... ihr braucht jetzt nicht vorm Alter Bedenken haben. Was setze ich dem denn auf den Kopf? Weil so ein Chili-Ding will ich nicht. Das ist ein cooler Weihnachtsmann mit einer Bergmütze. Oh, guck mal, hier sind noch mehr. Oh, was, das ist auch nicht. Nein, ich darf ja das Ding nie halten. Ich bin jetzt noch ganz verdutzt und ein bisschen verwirrt. Ah, hier. Das ist ein französischer Weihnachtsmann. Ja, ich sehe auf jeden Fall weihnachtsmännlicher aus. Gut. Wo ist unser Weihnachtshaus? Wir wollen gucken, ob ich noch einen gescheiten Weihnachtshut bei einem Gift finden kann. Okay. Denk, da ist einer. Ja. Ich denk's. Und nimmst du dir den dann oder darf ich den dann? Ja, ich nehme mir dann. Hier, okay. Lass mal ein paar Tür. Oh mein Gott. Jetzt bin ich voll traurig. Jetzt bin ich wirklich traurig. Ich bin traurig. Habe ich ja schon gesagt. Oh, warte. Ich nehme das da, bitte. Oh mein Gott. Ich will oder was gibt's noch? Ich will nur warte, was das kann ich hier. Den, kann ich den dann noch tragen? Okay. Dann sieht man nicht so viel von mir in meiner Katastrophe. Okay. Nicht da. Nein. Weil da ist alles sehr sommerlich. Mhm. Und zwar hier. Yay. Und zwar da. Wir leben modern. Okay. Hier gehört. Oh, und ich habe vergessen, wir müssen noch die Leute rausschmeißen. Hier gehört. Ignoriere einfach die Leute, die hier leben. Die können weg. So. Die werden gerade sozusagen. Tschüss! Denen wurde gekündigt, sie sind nicht rechtzeitig gegangen und jetzt wurden sie von der Ava-Polizei entfernt. Genau, da steht der doch gut. Oh, das ist schon wie so ein Weihnachtsstern da. Oh. Wie schön. Hier, Haustor. Oh. Jacuzzi. Perfekt, zwei Bademäntel, ein Gästebett und Wohnzimmer. Sehr cool. Hier können wir was richtig Interessantes gucken. Oh mein Gott, das ist noch ein DVD-Spieler, wie toll. Hier ist die Küche. Sehr schön. Und hier gibt es dann, wenn wir noch die Soy Sauce Milk wegmachen. Tada! Oh, wie goldig. Dann hier drüben. Ist das dein Zimmer? Ja. Nee, das ist deins. Meins? Und wo ist deins? Warte. Hier ist die Kamera, die gerade irgend so einen komischen Lichteffekt macht. Cool. Da Bad, Kleiderkammer. Aha. Und dann meins. Ah, okay, cool. So, und wo finden wir jetzt lauter Weihnachtssachen? Du kennst dich doch da. Bei einem hier, beim Schlittschuhfahren. Oh. Ja, beim Schlittschuhfahren. Du hast es richtig gehört. Schlittschuhfahren. Oh, ich will Geschenke. Okay. So. Okay, aber du weißt, die sind für bestimmte Personen. Das ist mir so egal. Ich will die welche alle willst haben. Du? Alle. Okay, so hier. Genau. Aber ein paar will ich auch. Nein. Also ich teile die mit dir, aber wir nehmen die alle mit rein. Ich mach meine jetzt schon auf. Nein! Bam! Boom! Kinder, Nikolaus. Was ist? Okay. Aber meine Geschenke machst du nicht auf. Okay. Hier so, also. Es wäre schön, wenn wir den großen Weihnachtsbaum mitnehmen könnten. Wir können ihn aber anmachen. Eiskopf, du machst mal weg. Oh, wie schön ist das denn? Sieht besser aus nachts. Oh mein Gott, warum können wir den nicht mitnehmen? Weil der im Boden fest ist.
wie gesagt, wir wollen hier richtig modern leben. Okay. Also habe ich hier einen Jacuzzi. Wie cool. Auch noch mit Bubble-Funktion. Und der ist auch beheizt. Das sollte er auch sein bei den eisigen Temperaturen. Hier, da haben wir noch wunderschön modern hier drüben. Oh, guck mal, da ist auch plötzlich mein Weihnachtsbaum gelandet. Oh, wie schön. Oh, weißt du was, den können wir, falls wir keinen anderen finden, vielleicht hier auf den Tisch stellen. Ja. Die Obstschale dahin, dann könnten wir da drumherum die Geschenke drapieren. Ja. Ja? Ja. Okay, oh, ein schönes, gemütliches Feuer. Ja, dann hier können wir uns noch ein bisschen Essen machen. Wunderbar. So, hier drüben haben wir noch einen Hausgast. Oh, der darf bleiben, den darfst du nicht rausschmeißen. Okay, hier können wir dann noch ein bisschen YouTube gucken. Okay, ist das dein oder mein Zimmer? Dein. Okay. Hast du deinen Ohren oder was immer das ist? Zu meinen Ohren, na toll. Okay, ein Bad, sehr schön. Kleide, Kammer, Dingsbums. Mhm. Und dann hier noch mit Heize. Dein Zimmer, okay. Kann man da jetzt auch was aus der Möbelsammlung reintun? Weißt du, in manchen Häusern kann man ja Möbel reinpacken. In diese leider nicht. Oh, ehrlich? Nee. Oh, schade. Oh, aber vielleicht können wir mal in ein leeres Haus gehen, ob die da vielleicht so Weihnachtssachen haben in dem Sortiment. Okay. Die haben Weihnachtssachen, das weiß ich schon mal. Nur ich wusste nicht, wo wir ein Weihnachtshaus finden. So, aber wie wär's? Ich hatte schon eine runtergemacht. Welches sollen wir nehmen? Das da sieht man. Okay. Es ist blau. Es ist blau. Weihnachten ist gleich Winter, Winter ist gleich blau. Okay, dann gucken wir mal. So, das ist leer, das ist leer. Und wir machen jetzt alles so weihnachtlich. Okay. So, wir gehen dann hier weiter nach unten. So, wir haben ein paar Sachen gefunden, die wir mitnehmen werden. Yay. So gut. Wir brauchen dann noch ein bisschen mehr Hilfe. Wir rauben jetzt im Prinzip das Haus aus. Ja. Yay. So, hier. Dann könnt ihr schon mal sehen, wie ihr euch euer Winterhaus auch schön weihnachtlich gestalten könnt. Ich habe auch noch ein bisschen Weihnachtsdeko geholt, also für den Baum. Also können wir noch ein bisschen Baum beschmücken. Ich habe noch einen pinken Baum gefunden. Dann schmücken wir jetzt erstmal den Baum und dann gucken wir, was wir noch alle finden können für unser Weihnachtsfest. Gut, hier sind wir schon. Und dann jetzt noch hier. Das dekorieren wir jetzt nochmal. Ich habe noch einen Nussknacker gefunden. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Dekosachen für den Baum. Ja, sonst hatten die nichts wirklich. Und dann hier noch ein paar coole Lichter. So, jetzt schon mal ins Wohnzimmer dekorieren. Ja, stimmt, den Apfel, das triggert mich voll. Der muss auch in die Schale. Oh, Mama, das ist eine Kerze. Oh, also heute habe ich es irgendwie nicht so. Okay, können wir die Kerze trotzdem, weil sie aussieht wie ein Apfel, da reinmachen. Und wir ignorieren einfach das. Dann können wir nur nicht alles andere essen. Ja, ist doch gut. Dann mach den Nussknacker noch da oben hin. Okay, das sieht bestimmt schön aus. Bap. So, genau. Und vielleicht das da noch hier hin. Okay, und wo können wir noch hin? So, was machen Weihnachtsmänner? Geben Geschenke. Was wir jetzt machen werden, wir gehen jetzt zum Spielzeugladen, okay? Okay. Wir kaufen so ganz viele Geschenke, verpacken die erstmal und ich würde sagen, wir gehen dann Haus zu Haus abends. Oh, und geben die Geschenke, ja. Und dann gibt's da nicht noch die Eisschlittschuhbahn, da kann man auch Geschenke holen. Ja, jetzt haben wir viel. Das müssen wir erstmal zu Hause. Oh, wollen wir das jetzt schon rumgeben? Ja, ich meine, das ist schon Nacht. Okay, ja. Ich meine, Mond. Ja. Bevor wir das jetzt erstmal heimbringen und dann woanders hin. Ja. Zu welchem Haus gehen wir jetzt zuerst? Zu diesem. Hoffentlich denken die jetzt nicht, wir brechen ein. Ich meine. Weil wir sehen ja jetzt nicht echt aus wie der Weihnachtsmann. Nee. Die haben keinen Weihnachtsbaum. Die haben eine Weihnachtskamera, das geht schon. Ja, kriegen das auch. So, hier. Weihnachtskamera. Weiter geht's. Okay, als Santa Claus kommt man überall rein. Ne? Ja. Selbst in die Häuser. Die haben auch keinen Weihnachtsbaum. Weihnachtswandecke. Drei Geschenke müssen wir da lassen. Ja. Oh Gott, jetzt wünschte ich mir, wir hätten doch nicht so viele Geschenke. Nee, vier. Vier, stimmt. Jetzt wünschte ich mir, wir hätten nicht so viele Geschenke eingepackt. Wir müssen doch in viele Häuser gehen. Okay, schnell weiter. Ja, so, perfekt. Tschüss, schlaft gut. Bye. Jetzt erschießen die uns 100%, wenn sie uns sehen. Wir haben geschafft. Und Geschenke verteilt. Wir sind fast über die ganze Welt gegangen. Eigentlich müssten wir jetzt mal schlafen. Stimmt, wir sind die ganze Welt bereist, um die Geschenke loszuwerden. Wir haben drei Plätze verpasst. Egal, Wir hatten keinen Rentierschlitten, der uns geholfen hat. Ich will auch ein Geschenk aufmachen unter dem Weihnachtsbaum. Das da. Und ich bekomme das da. Auf eins, zwei, drei. Oh! Du hast Blut bekommen und ich hatte das da. Yay! Ja, bei dir sieht es noch gut aus. Meiner schwebt so oben auf den Dingern. Komm, wir singen ein Weihnachtslied unter dem Tannenbaum. Welches sollen wir singen? Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine. Und jetzt haben schon alle abgeschaltet und wir hören auf. Da
danke, dass ihr dabei wart. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil. Schaut einfach mal. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.